Herzlich willkommen, meine lieben Futurianer. Mein Name ist Sinan Kurtulusch und heute in diesem Video gehen wir auf mein Projekt zusammen mit Lionel ein, und zwar Turkish Pirate ist jetzt vor kurzem, wann ist das? 30. Juni ist es erschienen. Und ja, es gibt wie immer ein paar interessante Hintergrundinformationen, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Fangen wir einfach mal an, indem wir uns das Projekt anschauen. Hier sehen wir das Projekt von Turkish Pirate. Womit fangen wir dann als erstes an? Ich kann eigentlich erstmal erklären, warum das Ding Turkish Pirate heißt. Der Main Part, ich weiß gar nicht, hat der was Türkisches? Vielleicht sowas Orientalisches? Hier. Wo ist er denn? Gut, dass ich meinen eigenen Track so gut kenne. Hier. Also hier haben wir zumindest eine Melodie, die für viele vielleicht schon so ins Orientalische geht. Und der Rhythmus, dieses das hat schon natürlich irgendwie so ein bisschen so dieses, diesen Oriental Flair. Also das war das eine. Aber da hieß das Ding eigentlich noch nicht Turkish Pirate, beziehungsweise da machte der Name noch gar nicht so viel Sinn. Erst später kam ich ja auf die Idee, das Projekt zusammen mit Lionel zu finalisieren. Und jetzt kommt der Gag. Lionel und ich haben voll die Gemeinsamkeit. Ich habe sozusagen türkische Vorfahren. Also ich muss gerade überlegen, ob bei Lionel das genauso war. Ich glaube sogar schon. Türkischer Vater, deutsche Mutter. So ganz eindeutig ist das bei mir auch nicht. Meine Mutter ist auch nochmal so halb. Wie auch immer, wir haben türkische Einflüsse. Jetzt kommt's, wir sprechen beide richtig beschissen türkisch. Das darf man eigentlich nie sagen. Die Türken sind da immer ein bisschen empfindlich, wenn man Sinan heißt und dann kein Türkisch spricht. Also wirklich so richtig räudiges Türkisch. Ich kann gerade so einen Döner bestellen und dann hört es echt auf. Ja, es tut mir leid, die Türken sind da. Weil viele der meiner Landsmänner sind da, oder meiner türkischen, bin ja sozusagen zweiländisch aufgewachsen, sind mir da ein bisschen voraus und sprechen ja beide Sprachen. Ich leider nicht. Ja, und da wir eben, jetzt kommen wir zurück zum Thema, da wir beide eben diese identische Geschichte haben, haben wir so gedacht, ach komm, dann nehmen wir das Türkisch doch einfach mal mit in den Namen. Es passt irgendwie auch zu dem Track. Und warum Pirate? Ja, so ein bisschen natürlich kommt das durch das Vocal. Wo ist es denn? Das kennen viele natürlich aus Invisible Children von Kashmir. Und bevor jetzt irgendwer denkt, wir hätten das geklaut, das ist natürlich der Gag an der Geschichte, wir hätten es piratenmäßig geklaut, haben wir natürlich nicht. Der Track ist, dieses Sample ist einfach auf einer Sample-CD und das war auch gerade im Angebot, habe ich, ich glaube, $5,30, also ich glaube, es hat irgendwie 4,20 Euro oder so gekostet, diese Sample-CD mit diesen Indian Female Vocals oder Indian Vocal Session, irgendwie so heißt das. Und ich fand die Idee ganz witzig und es passte einfach so schön zu den schon vorhandenen Akkorden, ja. Und jetzt kommt noch ein ganz, ganz, ganz witziger Punkt. Manche fragen sich vielleicht, wie lange so eine Produktion bei mir eigentlich dauert. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und manchmal dauert das wirklich ewig. Und das kann ich sogar beweisen. Viele, die zumindest seit über 6 Monaten, Moment, was haben wir jetzt? Wir haben den 7. Nee, seit über 7 Monaten bei Futorial dabei sind und alle Videos geguckt haben, die kennen Turkish Pirate schon. Ich glaube, es ist keinem aufgefallen. Turkish Pirate kam schon in einem meiner Videos vor. Ich beweise es euch. Mein Jahr 2016 Fantorial kam am 01.01.2017 und hier bei Minute 5:42 kommt so ein kleiner Rückblick aus meiner USA-Reise letztes Jahr. Deren ersten 10 Tage dokumentiert. Ihr merkt es schon, da fehlen noch ein paar Filz. Also
Das ist noch nicht, das ist nicht ganz genau so, wie es jetzt im Drop ist, aber man, es ist relativ eindeutig. Also das heißt, der Track war zu dem Zeitpunkt, gab es schon richtig viel, diesen Main-Part, den gab es da schon. Und nicht nur zum 1. Januar 2017, sondern das Ding ist noch älter. Das habe ich, glaube ich, letztes Jahr im Oktober oder irgendwann angefangen zu schrauben. Und so ist es bei mir häufig. Projekte sind dann irgendwie halbfertig, liegen auf der Platte und manchmal, da weiß man, okay, das ist es noch nicht. Und erst mit der Zusammenarbeit mit Lionel ist dann sozusagen, ja, ist irgendwie mehr draus geworden. Und ich kann euch ja mal kurz erklären, was Lionel eigentlich maßgeblich hier gemacht hat. Die Melodie, die es ja so halbwegs gab, die wurden dann von ihm zum Beispiel erweitert mit so einem schönen tiefen Chor. Das ist eine Spur, die von Lionel kam. Dann hat er die Akkorde, die gespielt werden, ein bisschen verfeinert. Diesen Übergang hier, den hatte ich vorher nicht drin und der ist aber wirklich gut. Also ich habe nochmal eine alte Version mir angehört, wo es einfach nur von diesem Akkord in diesen gewechselt hat und gewechselt ist. Das war nicht so cool und hier, das ist wirklich der Übergang, das sind dann die kleinen Details. Und genauso hier auch später. Hier auch wieder. Also bei den Akkorden hat er dann was mit eingeleitet, was verbessert. Dann hat er zum Beispiel hier so ein paar Kashmir-Samples noch mit reingebracht. Der zum Beispiel. Ne, die sind beide auch von Lionel hinzugekommen. Was ich dann noch, und das ist das Schöne eigentlich bei einer Collaboration. Ich habe dann von ihm wieder was zurückbekommen und das, was ich von ihm zurückbekommen habe, hat mich wieder inspiriert, neue Sachen zu machen. Das ist mit den Akkorden mit drin. Diese Flächen, die noch mit reinkommen. Das sind so diese kleinen Sachen, die es dann aber so ein bisschen, ja, episch machen, ne? Genau, die Flute, diese Flöte. Die hat auch noch Lionel für mich bereitgestellt. Und dann im Mainpart sind so ein paar Sachen, so ein paar Fills und hier so noch so ein Zisch und so. Ich bin ja immer ziemlich zischfaul. Der Song zischt in der Tat hier ein bisschen. Ne, wir haben das versucht, ein bisschen aufzubrechen, dass es eben nicht durchgehend zischt. Also am Anfang schon im ersten Takt, aber dann im zweiten dieses Tick, 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 um einfach diesen Zisch auch so ein bisschen eine Rhythmik zu geben. Ja, dann kommt der Break und dann geht es ja eigentlich nochmal genauso los. Und ich fand den Track wirklich sehr, sehr cool. Beziehungsweise finde ich immer noch. Und habe mich auch super gefreut, dass dieser Song auf so einer bekannteren Spotify-Playlist gelandet ist. Also der Song scheint zumindest vielen zu gefallen. Manchen gefällt er auch nicht. Ich habe auch schon komische Kommentare bei YouTube gelesen, von wegen türkisches Gedudel, was dann auch so ein bisschen, also abgesehen davon, dass der Song jetzt Turkish Pirate heißt, würde ich ihn jetzt noch nicht eiskalt als türkisches Gedudel abtun. Zumal der Gesang auch gar nicht türkisch ist, dieses Vocal hier, sondern das wirklich mehr ins Indische geht. Aber so viel Expertise darf man dann wahrscheinlich YouTube-Zuschauern, die den Song oder die Türkei einfach nicht mögen, gar nicht zutrauen. Die wissen das nicht so genau. Ja, das sind die ganzen Background-Infos. Ich weiß gar nicht, mehr kann man eigentlich gar nicht zeigen. Ich weiß nicht, ansonsten vielleicht noch irgendwas im Main-Part, was interessant ist. Ja, also Kick und ganze Kick-Bassline und Percussions sind halt typisch Cincinnati-Sound. Mein Sound. Und der Song, also warum er auch für mich wieder so super gut funktioniert, ist einfach
weil ich hier auch wieder mit schönen Samples gearbeitet habe. Ja, also das hier ist ein Sample-Sound, ist einfach nur eine Wave-Datei, aber dadurch kriegt man eben diesen cleanen, druckvollen Sound einfach hin. Das kriegen wir gerade noch hin. Wir kriegen es hin. Und zwar, wir schauen uns mal gerade an, wie laut Turkish Pirate geworden ist. Ja, wir sehen das hier, wir werden ungefähr 4 dB heruntergeregelt. Ich persönlich muss auch sagen, ich finde Turkish Pirate ist ein bisschen, also gemessen an jetzt diesen neuen Lautheitsverhältnissen, ist es ein bisschen zu laut. Also es ist immer noch viel, viel leiser als der ganze EDM-Schrott, aber verglichen natürlich jetzt mit einem Neon in der Dynamic Version, wo wir bewusst drauf geachtet haben, es ist nicht ganz so dynamisch und der Track ist halt schon länger fertig vom Mastering, also das heißt, den Song, der ist sozusagen schon in die Freigabe gelandet, da waren wir mit Neon noch gar nicht durch und deswegen, also aus heutiger Sicht hätte ich ihm noch 1-2 dB mehr Luft gegeben, da ja hauptsächlich wirklich über Spotify und Streamingdienste einfach noch gehört wird und ich grundsätzlich einfach diesen dynamischen Sound jetzt auch mal so feiern will und den auch noch ein bisschen mehr pushen möchte. Ja, das waren alle Infos zu Turkish Pirate. Ich hoffe, euch gefällt die Nummer. Falls ja, dann dürft ihr gerne den bei Spotify streamen. Ihr dürft ihn kaufen, ihr dürft ihn teilen oder ihr könnt es auch lassen. Was immer ihr machen möchtet, macht es. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.